Lass Dampf ab, Bennett, denn hier kommt der M. Er soll gigantisch groß sein. M. Was ist das? Das schreibt McDonald's dazu. Big News incoming. Der M ist da. Mit zwei saftigen Patties aus 100% Rindfleisch aus Deutschland. Und einer cremigen Spezialsoße, perfekt passend zu Beef. Mit gewohnt leckerem McDonald's-Geschmack. On top gibt's knusprige Röstzwiebeln, zartschmelzenden Cheese, würzige Gurken und knackigen Salat. Und so reichlich, dass du definitiv beide Hände brauchst. Die Grillshow, ja genau. So, los geht's. Wir machen erstmal die Fleischpatties hier. Ja, und dann drücken. Die große Burgerpresse musste ran. Genau, dann machen wir zwei Stück von hier. Salz ich auch mal ein bisschen an hier. So, noch ein hier. Los geht's, hat ja zwei. Das Gefährt. So, und jetzt, zack, kurz zur Seite stellen, lass mal ein bisschen kühlen. Zeit für einen kleinen Rückblick. Gestern Abend schon mal den Brötchenteig angestellt. Eier, Milch, sagt der Knilch, genau. Ja, und dann ein bisschen Sugar für die Girls, Butter, Hefewürfel hinterher ballern, genau. Und jetzt wird einfach mal umgerührt hier. Knetomat 3000. Ja, vielleicht kriegt Onkel Johnny ja demnächst mal eine Knetmaschine. Wir werden sehen. Alle Infos in der Infobox. So. Jetzt noch ein bisschen Mehl oben drüber hier und dann kneten wir das ganze Ding noch mal ein bisschen durch hier. Genau, so sieht das aus. Noch mal per Hand. Ne? Immer wieder werfen hier. So, ein bisschen Öl rein hier, auspinseln, so, damit nichts kleben bleibt. Deckel zu und dann wandert das Ding in den Kühlschrank bis morgen früh, meine Freunde. Da bin ich wieder, so. Zeit, die Brötchen zu backen. Ein bisschen Mehl auf der Fläche ballern hier. Teig drauf, ja. Und jetzt schneiden wir uns da einfach mal drei Bällchen raus und die kneten wir einfach so um, dass eine Seite hier, wenn man es umdreht, dass die Oberseite so schön rund und geformt ist. So, und dann lassen wir sie erstmal nochmal da stehen. Das machen wir mit den anderen Beinen auch noch hier, Freunde. Wer kleinere Brötchen braucht, der kann die halt noch kleiner halbieren, ne? Ist ja klar. Testen wir mal das AMT-Backblech, das irgendwie beschichtet und extra dick. Ja, brauchen wir kein Backpapier. Der Test erfolgt zugleich, genau, so. Und das lassen wir jetzt mal ein bisschen ruhen noch, der Teig kann noch ein bisschen aufgehen. Genau, Söschen fürs Höschen machen, griechischer Joghurt nehmen hier, genau. Mayo hinterher ballern, so, Senf, Tomaten-Marki-Mark, Knoblauch und Zwiebelpulver hinterher. So, und dann ungarische Paprika, Pfeffer, Salz, ja genau, jetzt kommt noch ein bisschen Paprika hinterher. Und ein bisschen Zitronensaft hinterher feuern hier, so von einer halben Zitrone, könnt ihr ein bisschen reinfeuern. Ja, genau. Oh yeah. Rührt man jetzt mal durcheinander hier und ein bisschen Sugar für die Girls dazu. Und dann hat man ein Burgersöschen der Spitzenklasse. Sieht auch fast so ähnlich aus. Los geht's. Die Dinger sind hochgegangen. So. Jetzt pinseln wir noch ein Ei drüber hier. Ja, genau. Das sieht gut aus hier. Zack. Wow. So. Und jetzt hier Sesam, lunse dich da drüber hier. Ja. Ah, da muss es sein. Und ein bisschen Mohn noch hinterher feuern. Ja, genau. Ne? So. Burgerbrötchen startklar. Rein damit. Bisschen Wasser unten rein. Ja, vorgeheizten Ofen. Und dann ballern lassen. Alle Infos wieder in der Infobox. Sehen sie so aus? Roaster mit Baby. Ja. Ich brauche nur eins davon. Klappo! Night! Schuh! Ja, Kohle rein. Genau. So. Plansche oben drauf lunsen. So, ein bisschen Öl da rein, hier ein bisschen verteilen, genau, so. Burger drauf, wow, es geht Glück, Freunde. Natürlich könnte man das ganze Ding auch direkt da drauf pressen, aber sieht auch so gut aus. Wow, ja, einmal bitte wenden, Freunde, ja, so, zack. Bisschen Pfeffer jetzt da drauf, jetzt kann gepfeffert werden, sonst verbrennt ihr euch. So, einmal zur Seite kurz packen, den nächsten auch nochmal schnell anbrutzeln hier. Ja, der Will kann auch zwei Klappos benutzen für diesen Riesenburger, aber ich dachte mir, einer reicht ja erstmal für euch. Boah, seht euch mal diesen Flug an. Ja, der Herzblatt-Hubschrauber fliegt einmal drüber. Oh, nochmal Pfeffer hinterher, genau. Käse drauf. Jetzt holt man sich gleich das andere Patty wieder, ja, und da drauf. Und dann nochmal Käse oben drauf und dann nimmt man die Burgerpresse und nutzt sie als Glocke. In der Zwischenzeit... So, Freunde, während es auf dem Grill liegt, gibt es hier noch was ganz Tolles. Es hat hier einer diese, Moment, hier ein bisschen Nebel drauf. Diese Gemüsemann Einzelstück Superpfanne. Wow, hier ist sie mit Anhängerkupplung gekauft.
4 Jahre lang war sie im Shop. Ein wahres Einzelstück. Es wird wahrscheinlich irgendwann mal Millionen wert sein, wenn es im Grillshow-Museum landet. Und hier ist er entstanden beim Carsten Sins. Ja, er bastelte sich eine eigene Pfanne. Ja, so wird's gemacht. Rohling da rein, heiß machen. Und dann wird gleich gestanzt, ne? So, Hydroma, ne? Manage das schon hier. So, voila. So, und dann ist er eigentlich schon fast fertig. Hier ist mein Ergebnis. Ah, heiß. Jetzt unterschreibe ich noch das Echtheitszertifikat. Ja, Pfanne! Hey, oh, der Grill läuft. Das verpack ich später, bis gleich. Boah, das sieht gut aus. McDonald's, setz dich hier drauf. Ah, ja. So, schneiden wir mal das Brötchen auf hier. Ja, so, rösten wir auch noch mal ganz schnell an hier. So, einmal kurz drauf herhalten hier, Kameradchen. Ne? Und ab geht's, Freunde. Runter damit, Baby. Ja, genau. Hätte ich eigentlich auch schon vorher machen können. Aber egal. Belegen wir das ganze Ding so ist hier unten rein, so wie beim Original. Ne? Und dann kamen da ein paar Röstzwiebeln oben drauf. Ja? Käse, dann das Fleisch drauf. Genau, ist ja noch warm, dann wird der Käse wieder schön weich darunter. Und dann oben Gürkchen fürs Würkchen, ja. Und dann noch ein bisschen Salat für die Girls. Nicht zu viel. Soße in Deckel und frische Zwiebeln kommen da noch drauf. Also wie beim Original. Ja. Und da ist er auch schon. Johnny's M. M wie Mega. Rezept in der Infobox. Hier. Original oder die Fälschung? Auf was steht ihr? Probieren wir mal das Gefährt. Mit zwei Händen. Oh yeah. So muss das aussehen. Ordentlicher Apparillo, ey. Maulsperre garantiert. Komm zu Daddy. Ja. Das ist ein Ding. Ja, der Anbiss. McDonald's, setz dich hier drauf. Ja. Mega. Dafür braucht man auf jeden Fall zwei Hände für. Oh, voila, oh. Ja. Danke, McDonald's, für diese geile Vorlage. Ja. Boys and Girls, ballert's euch rein. Lasst den Daumen nach oben brennen, kommt in die Lunzer-Community und verpasst nichts mehr. Bis bald, Freunde, und lunzt im Onlineshop vorbei. Ciao!